So, und dann werden wir nun wieder sportlich. Blicken auf die Eulen Ludwigshafen, denn die haben das nahezu Unmögliche möglich gemacht, sich ein Endspiel erarbeitet für den letzten Spieltag der Saison. Das heißt natürlich gegen Minden gewinnen, auf der anderen Seite aber auch noch auf Schützenhilfe hoffen. Wie genau die Ausgangslage ist, das zeigt Ihnen Maximilian Wendel. Noch einmal Gas geben. Das müssen die Eulen, um ihre Minimalchance zu wahren. Zu verlieren hat die Mannschaft von Trainer Benjamin Matschke nichts. Viel eher freut sich das Eulenlager auf das Endspiel um den Klassenerhalt. Seit 11 Monaten arbeiten wir hart dafür und sagen, hier kommt letztes Heimspiel gegen Minden. Da soll es um was gehen und das tut es jetzt. Und wir waren bis zur Nasenspitze, behaupte ich, versunken, ja, unter Wasser. Jetzt sieht man zumindest den Hals wieder. Die Abstiegssorgen hätten sich die Eulen aber schon viel früher vom Hals schaffen können. 5-mal haben sie mit einem oder 2 Treffern Rückstand verloren. Dazu gab es 4-Punkte-Teilung. Teilweise hat man hohe Vorsprünge verspielt. Jedem einzelnen Wurf, der daneben ging, trauern die Eulen nach. Aber hätte, wenn, macht keinen Sinn. Wir hatten dann einfach auch nicht die Qualität. Das muss man einfach sagen. Und wir waren dann in diesen Spielen, wo wir gut gespielt haben, aber am Ende mit leeren Händen da stand, nicht gut genug. Und das muss man akzeptieren. Für uns war die logische Konsequenz, dass wir einfach daraus besser werden wollen. Es wurde besser. Das zeigen die vergangenen 3 Partien, in denen die Eulen 5 von 6 möglichen Punkten holten. Das rettende Ufer ist nah und doch so weit weg. Ludwigshafen bleibt nur in der Liga, wenn am Sonntag Bietigheim und Gummersbach im direkten Duell unentschieden spielen. Im Handball ist das eher unrealistisch. Nur 5% aller Bundesligaspiele gingen in dieser Saison unentschieden aus. Mit ihrem Schicksal haben sich die Eulen abgefunden. Und am Ende zählt sowieso nur eines. Entscheidend ist, wie man geht, nicht wie man kommt. Wenn die Eulen wirklich gehen müssen, die Voraussetzungen für eine direkte Rückkehr in die Handball-Bundesliga können sich trotzdem sehen lassen. Ja, noch viele Fragezeichen und Lisa Hessler muss sich damit auseinandersetzen, die Geschäftsführerin der Eulen Ludwigshafen. Schön, dass Sie bei uns sind. Also Mission Wiederaufstieg, damit müssen Sie ja zumindest auch planen, auch wenn es noch möglich ist, den Klassenerhalt zu packen. Wie machen Sie das? Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass es ja für uns keine Überraschung ist, sondern wir ganz gezielt wissen, dass wir zweigleisig planen müssen. Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und da geht es bei der Planung natürlich primär um 2 Themen. Zum einen um die Einnahmenseite, heißt die Planung mit unseren Partnern. Und auf der anderen Seite um die Personalplanung. Und da haben wir eben im Beitrag gehört, dass wir gerade auch was Personalplanung anbelangt, einfach, glaube ich, ganz, ganz große Arbeit geleistet haben, alle gemeinsam. Wir es schaffen, dass Trainer als eben aber auch 90% der Mannschaft bei uns ligaunabhängig bleiben und auch mit den Partnern sind wir da echt auf einem guten Weg, was uns ja sehr zuversichtlich stimmt. Das bedeutet natürlich auch Überzeugungsarbeit leisten. Also wir haben jetzt den mazedonischen Nationaltorhüter verpflichtet. Wie schafft man das, wenn man ja sagen kann, möglicherweise geht es in die 2. Liga? Ja, ich glaube, Martin hat es auch in seinem Statement ganz gut gesagt, dass vor allen Dingen, und das zeichnen die Eulen auch aus, vor allen Dingen die Überzeugungskraft, möchte ich es mal nennen, oder vor allen Dingen die Begeisterungsfähigkeit der Leute, die bei uns einfach da am Werk sind. Und da ist natürlich auch Ben Matschke hervorzuheben, aber auch das Klima der Mannschaft insgesamt und des Umfeldes, da kann man sich sehr wohlfühlen. Und für junge Spieler ist es wichtig, sich auch entwickeln zu können. Und wir sind überzeugt davon, dass Martin uns helfen kann, aber wir ihm eben auch helfen können. Ja, Trainer angesprochen, Benjamin Matschke. Jetzt ist ja, wenn wir uns den Saisonverlauf anschauen, es ist eine gerade Linie, die leider eben am Boden der Tabelle verläuft. Normalerweise oder oftmals ist es dann in Vereinen so, dass der Trainer die erste Position, die gekickt wird. Warum nicht bei Ihnen? Also kann ich ganz klar bei uns verneinen und stand auch zu keinem Zeitpunkt in Frage. Ganz im Gegenteil. Ja. Ben Matschke macht da auch mit seinem Trainerteam eine überragende Arbeit. Auch viele der Jungs, die sagen, für sie ist auch ihre Zukunft von seiner Position oder von seiner Person nicht abhängig, aber einfach ein ganz, ganz entscheidender Faktor dafür. Und ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Also wir haben da vollstes Vertrauen in ihn, in seine Kompetenz. Und im Umkehrschluss weiß Ben aber auch, was er an den Eulen hat. Okay, dann drücken wir Ihnen die Daumen, dass ganz egal, in welcher Liga es dann weitergeht, dann auch die Erfolgsarbeit entsprechend fortgesetzt wird. Dankeschön. Danke, dass Sie bei uns waren.